Lost Place again. Leider verschlossen. Immobilie günstig zu erwerben. So, hier geht's rein in den Bandwurm. Ihr habt es gerade gesehen, hier auf dem Wahoo. Schlängelt sich jetzt ziemlich. Hier eine Kurve nach der anderen. Hier ist nochmal das Meer. Hier geht's hoch. Wohin geht's? Nach Castel Vittorio. Wie bei der letzten Tour angekündigt. Ja, ich habe es ja nicht geschafft. Also fahre ich es heute als separate Tour. Mit diesem wunderschönen Anstieg. Den kenne ich ja auch. Aber den muss man erstmal finden. Das ist ein ganz unscheinbarer Abzweig hier. Und dann geht es hier durchs Wohngebiet, Haarnadelkurve für Haarnadelkurve nach oben, so wie diese hier. Links rum, rechts rum, links rum, rechts rum. Und dann geht es in die Berge. Viel Spaß! Die Autobahn fahren wir jetzt nicht, obwohl es verlockend wäre. Mir hat mal einer aus Nürnberg was erzählt, dass er in Süditalien war mit dem Rad. Und dort ist es kein Problem angeblich, dass man da mit dem Rad auf der Autobahn am Standstreifen fährt. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Ich habe es nur gehört. Seht ihr die Oma da vorne? Die hat mich gerade angefeuert mit Forza Forza Pedalare. Ah, es ist immer angenehm hier so schattige Stellen dann am Berg, wo die Sonne nicht so runterknallt. Hier geht es dann weiter. Ihr seht vielleicht die Straße, wie sie sich entlang schlängelt am Berg. Da unten ist das Meer. So, und zwar habe ich jetzt noch was in eigener Sache für euch. Und zwar ein kleines Gewinnspiel. Ich habe einen Startplatz für den Rosenheimer Radmarathon übrig für 2022. Den würde ich euch überlassen. Ich würde ihn verlosen. Und wer da Interesse dran hat, schreibt mir einfach mal in die Kommentare Hashtag Radmarathon. Und ja, ich weiß nicht, wann ich das Video veröffentliche, aber sagen wir mal 4 Wochen nach der Veröffentlichung werde ich dann den Gewinnerpreis geben. Ich mache eine kleine Lostrommel und ziehe dann den Gewinner raus. Und der wird dann verkündet hier auf diesem Kanal. Hashtag Radmarathon, wer Interesse hat. Rosenheimer Radmarathon 2022.
800 Meter hier, kann man sogar mal aufs große Platz schalten. Oh. Aber Obacht geben mit den Straßen hier. So, links ging es nach Parinaldo. Das werde ich morgen in Angriff nehmen. Das war ja der schöne Ort in der Abfahrt von der Tour, wo ich dann am Schluss oben an der Kirche war, wo die Donna die Blumen dekoriert hat. Also die Donna von Dolce Aqua hier von der Bar. Da werde ich morgen mal hinschauen. Ich fahre jetzt hier geradeaus Richtung Baiado wieder, weil an Baiado müssen wir vorbei, um nach Castel Vittorio zu kommen. Im Übrigen hatte der Anstieg jetzt so um die 830 Höhenmeter am Stück, also nicht so wenig. Man ist zwar dann auch nur auf 830 Meter, aber es geht halt ab Null los, ab Meereshöhe. Und es sind schon angenehme Berge, sage ich mal. Also von der Steigung her ist es nicht allzu schwierig, zieht sich halt, aber es ist angenehm zu fahren und der Ausblick entschädigt natürlich für alles. Hier ist nicht, hier ist Wald. So, da kam ich her. Das war der Aufstieg meiner ersten Tour hier nach San Romolo. Hier steht's, zur Seilbahn, da sind wir hier lang. Da fahren wir jetzt auch wieder lang. Fahren aber an San Romolo vorbei, weil wie gesagt, es war ja nichts Spannendes dort, außer die Seilbahn. Lost Place. Und weiter geht's nach Baiado und Castel Vittorio. Chiusa. Chiusa? No. Why? Test Audi. Test Audi. L'unico motivo mi sembra che some days before they were here over there. No, no, super andare. Super andare. Yeah, 5 days ago. San Romolo Audi. I don't know. I was here. Yeah. Okay. How to come Vittorio? Castel Vittorio. Castel Vittorio di là. Parinaldo? Sì, fai tu. And then? Ah, okay. So here, totally closed. All day. Okay. Grazie. Ciao. Ciao. Non c'è la giacchetta 4 stelle. Oh, die Audi-Jungs sind immer noch da. Ist nicht zu fassen, ey. Oh, das ist echt nervig. Jetzt muss ich gucken, wie ich da nach Castel Vittorio komme. Bin ich schon wieder angepisst hier. Dachte, die werden da nur einen Tag da. Jetzt lungern die hier die ganze Woche rum und belagern das Gebiet hier. Haben sie wahrscheinlich wieder tausende von Euros hier gezahlt, dass sie hier ihre Teststrecke haben. Oh Mann. Ich irgendwie über Parinaldo fahren. Ich muss jetzt mal die Karte bemühen. Weil ich bin jetzt auch kein Local und weiß jetzt hier die Strecke hier. Aber Parinaldo, ja, das liegt irgendwie auch so unterhalb von Vittorio. Ich schau mal nach und dann gucken wir mal, wie wir das deichseln. Man sieht nur mich. Oh, also jetzt habe ich gerade die Karte gecheckt. Das wird eine Fetzentour jetzt. Jetzt muss ich erstmal nach Parinaldo, von dort nach Baiado und von Baiado geht es ja dann sowieso nach Castel Vittorio. Aber das ist jetzt ein ganz schöner Schlenker, den ich da fahren muss. So wäre es jetzt direkt nach Baiado gegangen. Und jetzt habe ich gleich die doppelte Strecke dahin mit wahrscheinlich noch ein paar Höhenmetern. Na gut, wir gucken mal. Aber geht nicht anders. Muss ich halt die Abfahrt, die ich jetzt gerade runter gefahren bin, hier zur Kreuzung nach San Romolo, muss ich jetzt wieder hochfahren. Na oh Mann, das sind schon mal die ersten Zusatzhöhenmeter. So, also den Berg wieder hoch zur Kreuzung, dann rechts. Bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das wird zur unfreiwilligen Königsetappe vom ganzen Urlaub.
Also hier, wo der blaue Scheinwerfer ist, bin ich. Ich bin jetzt hier schon von San Romolo hier rüber gefahren. Das wäre hier die Strecke gewesen, direkt nach Baiado, die ja gesperrt ist. Bin jetzt hier, muss nach Parinaldo, hoch nach Baiado und dann nach Castel Vittorio. Also traumhaft ist es hier schon, kann man nichts sagen. Aber ich habe es mir jetzt gerade gedacht, hier in der Abfahrt, die geht schon ziemlich lange. Also alles, was ich jetzt da runterfahre, muss hier irgendwo wieder hoch. Aber mei, so ist es halt. Audi ist schuld. Audi ist schuld, skandalös. Mir ist gerade hier so ein älterer Herr entgegengekommen, der ist hier hoch. Sah auch ziemlich gequält aus, der musste bestimmt auch einen Umweg deswegen fahren. Ich rätsel gerade, ob das da drüben vielleicht sogar Baiado ist, hier auf dem Berg. Könnte es fast sein, weil da muss ich hin, um dann auf der anderen Seite weiterzufahren. Das heißt, ich muss irgendwo hier runter und den ganzen Driss hier wieder hoch. Na, Prost Mahlzeit, also gehen wir es an. Da bin ich schon durchgefahren. Mir fällt jetzt bloß nicht der Ort ein. Entweder ist es Isola Bona oder Aprikole oder so ähnlich. Aber da bin ich schon durch, ja. Das war die Abfahrt vom Baiado, genau. Da muss ich jetzt wahrscheinlich hoch. Also wenn ich jetzt schon in Parinaldo bin, dann schaue ich es mir auch noch an. Ist jetzt auch schon egal. Es wird halt an 20 Uhr, bis ich heimkomme. So what? Aber dann wollen wir nicht extra nochmal wegen Parinaldo herfahren. Dann schauen wir es uns jetzt an. Machen wir halt eine schöne große Tour heute. Also die Straße hier runter ist auch nicht ohne, vom Ortskern, von der Kirche oben hier runter. Da muss man den Hintern ziemlich weit nach hinten verlegen, dass man hier nicht vorne überkippt. Ich weiß nicht, ob man das so sieht in der Kamera, aber da geht es jetzt runter. So, ich verlasse jetzt Parinaldo wieder. Kurzer Zwischenstopp hier, haben wir das auch abgehakt und ich schaue jetzt, dass ich da hochkomme und irgendwie den Rest der Tour noch schaffe. Frank Pedalo hat sich eine Abkürzung gesucht, die ist aber sakrisch steil. Das ist fast laufen besser. Oh Mann, das erinnert mich an den Gardasee, an die eine Abfahrt, die ich da mal runter bin von Prada nach Malcesine. Das war auch so ein Ding. Aber es ist zumindest eine Abkürzung. Sonst müsste ich irgendwie komplett außen rum, habe jetzt keine Lust. Parinaldo, von da oben kam ich her, bin da hinten rum durch den Wald, hier auf die Straße, auf die andere Seite vom Tal und jetzt geht's gleich hoch nach Baiado. Hier in Aprikale sind wir auf 290 Meter, wie gewonnen so zerronnen, müssen wir wieder hoch. Da oben ist Parinaldo. Einmal runter und hier hoch.
Das Fiese hier an diesen Ortsschildern ist immer, dass die lange bevor der Ort kommt, schon auftauchen. In dem Fall hier hast du noch 200 Höhenmeter, dann hast du da unten aber schon das Schild. Denkst du dir, wenn du nicht ortskundig bist, oh super, bin gleich da, Pustekuchen, da geht's noch ein Stück hoch. Ich bin die Auffahrt hier ja runtergefahren, im Bajado-Video, und daher weiß ich ja, was da noch vor mir liegt. Also jetzt noch ein paar schöne Kehren durch die Gärten, mit dem Blick dann auf den Ort, aber es zieht sich noch. Der Tisch steht am Abhang, dementsprechend ist der Kaffee schief. Das ist ja so krass hier, da fühlt man sich gleich irgendwie wie in eine andere Zeit versetzt. Als wären wir im Mittelalter oder so. Guckt euch mal die Gassen hier an. Oh, ich bin jetzt abgestiegen, weil das wird hier immer steiler, also ihm kommen jetzt Stufen. Das ist so genial, wie so eine alte Burg. Na gut, heißt ja auch Castel Vittorio, aber das ist schon genial hier. So, da kam ich jetzt gar runter getippelt. Oben war es richtig steil und glatt und zum Glück war da ein Geländer, weil einmal bin ich voll weggerutscht. Wäre das Geländer nicht gewesen, wo ich mich festhalten konnte, wäre der Frankenfurter auf der Schnauze gelegen. Also ist nichts mit Rennradschuhen, aber es hat sich gelohnt. Richtig cool hier in der Altstadt. Ich fahre jetzt die Hauptstraße hier gar weiter. Dann komme ich wieder nach Dolce Aqua, passiere die Bar vor der Donna und dann geht es wieder zurück nach Sanremo. Thank you.
Sanremo hat mich wieder. Ich bin wieder am Mare. Wieder zurück im Flachen. Jetzt geht's zum Abendessen. Ich denke mal, das war die letzte größere Bergtour. Und morgen und übermorgen werde ich was Kleineres fahren. Vielleicht gehe ich auch mal an den Strand. Ich war kein einziges Mal am Strand. Ich war immer nur auf dem Rad. Und ja, schauen wir mal, was wir noch so machen die Tage. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche alles Gute und schaltet demnächst wieder ein beim nächsten Video. Eins wird bestimmt noch kommen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, gebt mir einen Daumen. Ja, ihr könnt auch meine Affiliate-Links benutzen. Könnt auch ein bisschen den Frank Bitterle unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Kam, den mir die Donna in Dolce Aqua empfohlen hat, also die mir die Donna empfohlen hat. Ja. So, und dann habe ich noch was in eigener Sache, ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar kommt jetzt ein Auto hinter mir.